Die Naumburger Straße ist seit mehr als einem Jahr zwischen den Einmündungen Camburger Straße und Flohweg eine einzige Baustelle. Hier wird die Straßenbahnlinie nach Zwetzen zweigleisig ausgebaut. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die ersten Bahnen im Sommer 2020 über den zweigleisigen Bereich fahren. Doch bis dahin muss noch viel koordiniert werden. Die Großbaustelle ist ein Gemeinschaftsprojekt des Jenaer Nahverkehrs mit dem Kommunalservice Jena, den Stadtwerken Jena Netze, Jena Wasser und der Telekom. Die Bauarbeiten zum Neubau der Straßenbahnstrecke umfassen den gesamten unter- und oberirdischen Straßenraum. Der Einbau der Schienen ist dabei nur ein Baustein. Im Frühjahr hatte der eigentliche Gleisbau begonnen. Die ersten neuen Stahlschienen liegen im Schotterbett und werden gerichtet. Auch der künftige Haltestellenbereich nimmt bereits Gestalt an. Die Tiefbauarbeiten für die Haltestelle Naumburger Straße und für die Fahrleitungsmasten sind abgeschlossen. Ja, im Moment haben wir nach den umfangreichen Tiefbaumaßnahmen begonnen. Im ersten Abschnitt mit den Gleisbauarbeiten. Wir sind im Moment bis zur Steinbachquerung, haben wir die Gleise sozusagen verlegt und sind im Moment dabei mit den Schweißarbeiten. Werden dann im weiteren Fortgang dann im neuen Jahr sozusagen dort das nächste Teilstück machen. Dort wurde bereits der Gleisunterbau begonnen. Die nächsten Schritte sind dann das leichte Massefedersystem für eine sehr gute Geräuschdämmung einzubauen. Und dann im weiteren Verlauf dann die Stromanlagen und weitere Gleisanlagen zu verbauen, sodass wir zuversichtlich sind, im Sommer nächsten Jahres wieder in den normalen Linienbetrieb zu gehen. Auf der Baustelle wird es keine klassische Winterruhe geben. Solange es die Temperaturen erlauben, soll gearbeitet werden. Die Stadtwerke Jena Netze und Jena Wasser haben bereits die Erneuerung aller Ver- und Entsorgungsleitungen abgeschlossen. Die Tiefbauarbeiten sind nahezu beendet und die Gräben bereits wieder verfüllt. Im letzten anderthalb Jahr wurden für den Zweckverband Jena Wasser die Mischwasserkanäle erneuert, inklusive der Mischwasserhausanschlüsse. Und die Trinkwasserleitungen wurden teilweise erneuert und teilweise umverlegt. Für die Stadtwerke wurden hier Gasleitungen und Fernwärmeleitungen erneuert und umverlegt. Das ist für das gesamte Baufeld abgeschlossen. Im ersten Abschnitt wurden auch die Elektrokabel umverlegt und neu verlegt. Und da geht es auch im nächsten Jahr weiter, um im letzten Abschnitt dann mit dem Bauablauf dort noch die letzten Kabel umzuverlegen. Für den Straßenbau zeichnet der städtische Eigenbetrieb Kommunalservice Jena verantwortlich. Eine besondere Herausforderung war und ist, den Anliegerverkehr einschließlich der Zufahrt zur Bäckerei so lange wie möglich zu gewährleisten. Im Straßenraum sind bereits die Borden gesetzt, aber noch fehlt die Deckschicht. Das Brückenbauwerk an der Einmündung Rautal am Steinbach musste komplett neu errichtet werden. Die Fertigstellung des Brückenneubaus ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Kreuzung im nächsten Jahr wieder befahren werden kann. Die besonderen Herausforderungen bei dieser Baustelle liegen ganz einfach darin, dass wir die Brücke im Bereich des Steinbaches neu bauen mussten. Das konnten wir in dieser Maßnahme mit abwickeln. Und wenn die Brücke weg ist, ist natürlich der ganze Baustellenverkehr, auch der Anliegerverkehr, neu zu regulieren. Das haben wir geschafft und jetzt sind wir auch schon hier in diesem Abschnitt in einem Bereich, wo wir die ganzen Oberbauarbeiten durchführen können. Der Gleisbau ist soweit durch. Jetzt wird gepflastert, es wird die Straße gebaut. Wir haben vor, den Abschnitt bis einschließlich Haltestelle Löbstedt, die neu gebaut wird, dort am Wohngebiet Mönchenberge, im Sommer diesen Abschnitt komplett fertigzustellen, um dann nur noch in dem Restteil hinten diese Wiederanbindung der Gleisanlage herrichten zu können. Aber dann kann man schon den Knoten Rautal und auch hier den Knoten zur Camburger Straße nutzen. Noch haben die Bauarbeiter in Richtung Zwetzen viel zu tun, um den Unterbau für die neuen Schienen zu errichten. Bisher liegen die Arbeiten nach Angaben des Jenaer Nahverkehrs im Zeitplan.